Da hat keiner was da, wenn ich mal sage, da ist ja 150 und 100 mehr da. 3, 2, 1. Ja, das ist hör mal bitte jetzt auf zu reden, ich fange jetzt das Video an. Abdel, ich schwöre, ich denke, ich habe auf zu reden. Okay. Schau mal, was geht, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei sind heute extrem coole lieben, ne? Jungs und Abdel ist auch. Ich wusste das! Ich wusste das! Prophezeien, dass Abdel wieder einen auf Opfer macht, um nicht schlechter. Aber ich prophezei es mir ein bisschen gerne, ist da hinten, Alter, das prophezei ich. Geht jetzt schon los, das ist mal unangenehm. Abdel, echt geil, dass du mit dabei bist, Mann. Ich find's auch echt cool, dass wir zusammen im Skiurlaub sind. Ich raste. Ey, ihr schlaft doch in einem Zimmer. In einem Nein, Bett, ne? Ich werde den umbringen, Alter. Doch, die haben die Zimmer verteilt am Telefon. Ihr schlaft das, in einem... Bro, das Ding ist, wenn ich in einem Zimmer mit Abdel schlafen muss, dann komme ich nicht mit. Das ganz ist einfach. Ein Ehebett. Okay, dann fahre ich nicht mit. Oder du fährst mit. Ganz einfach, so. Wir spielen wieder... Halt deine Fresse jetzt, Mann. Mann, was ist das? Mal atmen oder was? Ich atme. Manchmal schwer, aber mehr durch... Wirklich heute extrem hässlich. Noch mehr als sonst. Ich bin nicht hässlich. Warum wir spielen wieder eine Runde. Wer bin ich? Kannst du schreiben? Ich glaube, ich schaffe das. Mach mal zu Abwechslung mal Jenkins fertig. Nö. So, Abdel schreibt für Jan, Jan für mich, ich für Jenkins und Jenkins dann für. Jetzt überlegt. Ja, nice job, Abdel. Was ist denn erlaubt? Alles? Alles ist erlaubt. Ich schreibe jetzt für dich gerade, ne? Kann ich egal wen nehmen? Mann, Abdel. Ja. Lost. Doch nicht so, du Behinderter. Mann, er hat deine Haare da. Da hier oben drauf. Okay. Ja, du hast eh schon Hausmann, ist egal. Bist du behindert? Ihr Bart. Ja, Hammer. Klebt bestimmt gut. Aber ist gut, Abdel. Ist gut, ist stark. Der ist gut, oder? Ja. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du so intelligent bist, wirklich. Kenn ich die Person? die Antwort nicht. Aber Jenkins kann man so nice drauf tapen. Warte. Geht noch was? Ja, ich klebe noch mal eins unten hin. Hier, schreib schon mal deins. Über die Nase. Boah, ist ja so knapp. Richtige Mütze einfach. Ja, Mann. Okay. Ich würde sagen, wir losen kurz aus. Wir drei spielen Schicht und Schluck, du darfst eh nicht anfangen. Lass doch Abdel anfangen. Ja, ich kann nicht sehen richtig, ne? Ja, das passt. Ist egal, du darfst anfangen. Hat der Fall an. Ja, Abdel. Aber mir sieht man ja gar nicht, mein Gesicht und so. Ja, ist auch besser so. Das ist viel zu tief. Mann. Mann! Deine Stirn ist so fettig, Alter, du dummer Affe. So, jetzt. Ja, gar nicht. So, fang an. Ja, bin ich ein Mensch? Ja. Ja. Bin ich männlich? Ja. Mhm. Bin ich bekannt? Ja. Ja. Habe ich Erfolg? Ja. Ja. Lieben mich die Menschen? Wenn du Erfolg hast. Ja, hey, man muss, kann auch ein. Ja, du hast dich Mann, nicht Alter, wer hat denn Erfolg und wer wird gehasst? Hä? Trump? Der hat ja auch Support. Ja, aber die hassen ja trotzdem die Mehrheit der Menschheit. Ja. Ja, Antwort war ja. Was auch für dumme Fragen wieder sind, ne? Das ist ja keine dumme Frage. Bitte stell einfach weiter Fragen. Mann, ich weiß doch, bist du Siri oder was? Ich Nein, bitte stell einfach weiter Fragen. Die Frage. Kann ich singen? Starke Frage, nein. Ne. Bin ich eine reelle Person? Ja, ja. Lebe ich noch? Ja. Kennt ihr alle diese Person? Ja. Ja, Alter. Kenn ich den? Ja. Hat jemand von euch den schon mal getroffen? Nein. Nein. Bin ich eine real existierende Person? Ja. Lebe ich noch? Ja. Ja. Bin ich männlich? Ja. Sicher jetzt erst. Stehe ich in der Öffentlichkeit? Ja. Bin ich im Internet aktiv, Social Media mäßig und sowas? Ja. Ja. Aber eher nicht so. Aber versteif dich nicht daher. Okay. Aber ich habe Social Media. Ja, wahrscheinlich. Ich versteif dich auf jeden Fall. Nicht. Bin ich Schauspieler oder sowas in die Richtung? Ja. Auch. Ja, auch. Ja. Unter anderem, sagen wir so. Bin ich international bekannt? Ja. Also nicht was heißt international. Kannst du es ein bisschen konkreter, weil. Bin ich im Dachraum bekannt? Deutschland, Österreich, Schweiz. Das auf jeden Fall. Englischsprachiger Raum, auch. Also nicht. Nicht so, nee. Doch. Ja, aber. Doch, das ist schon. Ja, wahr. Bekannt, ja, aber. Den kennt jeder da. Nicht drüber nachdenken. Bin ich über 30? Ja. Yeah. Bin ich über 40? Ja. Yeah. Bin ich über 50? Ja. Yeah. Bin ich über 60? Ja. Yeah. Sicher? Ja. Bin ich zwischen 60 und 70 also? Denke ich, ja. Mache ich auch Musik? Ja. Nicht mehr, ne? Aber nicht dein Hauptding. Bin ich also im Fernsehen zu sehen? Ja. Und war's ein Run, Alter. Oh, Bro, ich bin so krank gut im Game. Ja. Bin ich fett? Nee. Nein. Okay. Bin ich eine real existierende Person? Nein. Nein. Bin ich bekannt in Deutschland, Österreich, Schweiz? Ja. Aber auch Luxemburg. Luxemburg auch. Ja. Das ist wichtig, Luxemburg. Das musst du dir merken. Ist wirklich? Ja. Nein. Die letzte Frage, die ich hatte, war ja Schauspielerei. Die meinte, ja, nein. Ne? Ja, nein, meinten wir genau. Bin ich aber im Social Media Bereich aktiv? Ich sag dir später. Ja. Ja. Sehr aktiv. Ja. Sehr. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich. Habe ich mehr Follower als 100.000? Ja, solche Fragen darf Das stimmt. Ja, doch.
Nein. Nein, darf man nicht. Natürlich darf ich doch fragen. Schere ins Auge, Alter. Hab ich mehr als schon als 50.000? Ja. Ja. Mein Gott, Alter, wenn du jetzt mit jeder Zahl den kennst. Du hast gerade, bin ich 40, bin ich 50, bin ich 60, da hat keiner was gesagt. Wenn ich mal sage, ist ja 150 und 100, Alter. Ist schlimm, oder was? Bro, ich hab noch nie einen Menschen so viel spucken sehen. Okay, weiter. Hab ich viele Leute, die liken? Ja. Ja. Also, Follower sind nicht gleich Likes. Ja, ja, hast du. Ja. Nein, du hast viele Leute, die sagen. Okay. Ja, das war's. Bin ich älter als 20? Ja. Ja. Älter als 30? Nein. Okay, zwischen 20 und 30. Nein, du bist zwischen 10 und 14 bist du. Mann, ich hab das doch mal gefragt, ich dachte. Halt jetzt seine Ruhe. Bin ich ein Mann? Ja. Bin ich in der Unterhaltungsbranche bekannt? Du bist ziemlich unterhaltend, aber du bist nicht in der Unterhaltungsbranche bekannt, nein. Bin ich so eine Art Moderator, Comedian? Ja. Mhm. Eher Moderator? Ja. Boah, ist so clever, wie ich die Frage stelle. Ja, sehr, sehr psychologisch ausgereift. Ist absolut krank hier, was ich mache. Ich schieße noch mal einen in den Wind rein, habe ich schon mal. Nein. Perfekt, nächstes. Ich denke auch nicht. Nee. Ich wollte noch mal eine Runde mitspielen. Okay, sonst ja. Jack ist es dann. Bin ich eine Videospielfigur? Nein. Nee. Ey, du bist so krank klug, Akta, wirklich. Du bist ein richtiges Vorbild für mich, weißt du das? Ich will doch gerade überlegen erstmal, was kann denn sein, was ich sein, was ich bin. Ich liebe deinen Satzbau auch. Ich überleg gerade kurz, was ich fragen kann, weil... Ja, so geht das Spiel, ja. Ja, ich weiß, aber ich brauche kurz Zeit, um alle Informationen zu sammeln. Du hast ja schon alles gesammelt, du musst jetzt erstmal verarbeiten, das braucht Zeit bei dir. Mach ich YouTube-Videos? Ja, krasse Frage. Stark, ja, mega, guck, er verarbeitet ja, jetzt. Ja, hat er das richtige i3-Prozessor. Ich bin ein Pentium Celeron, oder? Der neue Pentium Celeron. Komplett lost, der Junge. Ja, bitte ab, der macht weiter. Dreh ich Reacts? Nein. Nee. Ich bin super bekannt. Deutschland bist du Baba bekannt. Du bist sogar auch in manchen, was kann man sagen, in manchen Kreisen bist du super bekannt in der ganzen Welt. Ja, international bist du auch ein bisschen unterwegs. Bin ich Deutscher? Ja. Ja. Habe ich schon mal Musik gemacht? Nein. Bin ich so Moderator für eine Quiz-Sendung? Weiß ich gerade nicht. Nee, ich würde sagen nein. Doch, eigentlich nehmen die dich für mehrere Sachen. Auch für Quiz-Sendungen. Echt? Ja. Ja, okay, dann weiß ich jetzt schon, wer ich bin. Bin ich Kai Pflaume? Nein. Was? Wer ist denn Kai Pflaume? Weiß ich, hab ich mir den Namen einfach ausgedacht. Bin ich Paul Apfel? Darfst du ja nicht mehr fragen! Bin ich Dieter Erdbeere? Bist du nicht, Mann! Bin ich eine Zeichentrickfigur? Nein, nächster. Kann immer nur eine Frage. Du bist. Dreh ich Comedy-Videos? Ja, manchmal. Ja, ja. Streame ich? Ja. Auf Twitch? Ja. Habe ich viele Zuschauer? Ja. Mehr als 100? Ja. Mehr als 1000? Ja. Mehr als 2000? Ja. Mehr als 5000? Manchmal. Okay, gut. Dann muss ich das jetzt schon mal. Es war nein, du, Janis, du hast zu viele Fragen. Manchmal, hä? Nein, du hast echt zu viele Fragen gestellt. Hat das Spiel besteht darauf, dass man Fragen stellt. Mach jetzt weiter. Abdel, warte ganz kurz. Jetzt. Jetzt bin ich aus dem Konzept. Perfekt, ja, das okay, ich bin dran. Bin ich über 30? Ja. Bin ich in der Politik? Nein. Nein. Ich bin ja ein Mann, ich bin knapp an die 60 so gerade. Ganz knapp, glaube ich. Ganz knapp, glaubst du. Dann habe ich mal Wetten, das moderiert, oder? Ja. Dann bin ich wahrscheinlich ganz klar Mario Barth, oder? Perfekt, denke, es ist dran. Ich gehe nur eine Runde. Ich bin kein Mensch. Nein. Nein. Also ja. 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 Bin ich ein Tier? Ja. Okay. Ey. Bin ich ein bekanntes Tier? Nein. Ja. Eigentlich neue Frage. Bin ich ein Säugetier? Ja. Du musst überlegen. Bin ich ein Haustier? Ja. Ja. Bin ich Akani? Ja. Oh mein Gott, er ist der Erste! Stark. Ich hätte einfach Thomas Gottschalk sagen können. Ja, egal. Akani ist wohl bekannt, oder? Findest du, würdest du mit Akani auf der Straße ein Foto machen? Ja. Er aber nicht mit dir, weil du ihn einfach verkauft hast. Ich hab das Geld noch. Ich hab Akani einfach... Wo ist das Geld, Junge? Ich hab Akani einfach immer noch nicht bezahlt. Kenn ich diese Person? Ja. Ja. Habe ich was mit ihr zu tun? Nein. Bin ich in dem Job, den ich tue, erfolgreich? Was? Ich bin also in Rente. Ja. Und du feiern dich die Menschen oder ist das eher so? Also du wurdest tot gefeiert und jetzt nur noch von mir. Nur noch Revi und ein paar andere. Aber du warst ein Nationalheld sozusagen. Bin ich ein Sportler gewesen? Ja. Ja? Ja. Habe ich Fußball gespielt? Nein. Nein. Ja, bin ich Thomas Gottschalk? Ja. Alter, du bist okay. Hat der Skandale? Nein. Nö. War ich Basketballspieler? Nein. Socke, ich spiele.
Ja. Ist das Minecraft? Eine behinderte Frage? Nein. Bin ich 24 Läufer? Nein, nein. Was gibt's denn für Spiele? Jetzt komm, ich bin nicht dran, so auch konzentriert, der ganz normale. Zock ich so Mainstream-Games? Ja. Ja. Bin ich ein großer Fortnite-Spieler? Du hast einmal Fortnite gespielt, aber nein. Aber nein, nein, bist du nicht. War ich mal Teilnehmer bei einer Olympiade? Nein. Nein. Bin ich Revi? Nein. Nein. Du turnst immer auf Heroin ab. Nee, warte. War ich Tennisspieler? Nein. Wurde ich in Hamburg? Nein. Nein. War ich Fahrradfahrer? Ja. War ich, wie hieß der Drogentyp? Jan irgendwas. Wie hieß der denn? Was der Fahrradfahrer? Jan, ja, nicht Jan Winter. Nein. Nee. Der gedopt war. Ja, wer ja, heißt das? Das ist der, ne? Ja, was mit Jan? Wie heißt der? Ja, okay, er weiß aber, wer. Nein, warte. Sag mir aber 10 Sekunden, ich stecke dich fest. 10 Sekunden, 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6, Scheiße! 4, 3, 2, 1. Ich weiß nicht, du bist. Oh, Alter, überall Blut auf meiner Hand. Oh, ich komme nicht drauf. Ich kenne mich nicht aus mit YouTubern. Ja, wenn du dir den Finger schneidest, Remy? Ich kenne mich nicht aus. Hat er das gerade nicht verstanden, was ich gesagt habe? Ja, weil du dir den Finger geschnitten hast. Nee, weil er einfach dumm ist, weil er nicht zuhört. Abdel, was ist denn deinem Gehirn los? Bin ich Hand of Blood? Ja, Alter! Ja! Was? Ja! Ich hab verloren, ich komme noch nicht drauf. Jan. Uli. Ulrich. Ja, Mann, Jan. Ulrich, Alter. Ach, ja. Ja, Ulrich, ich komme noch Geld an der Stelle. Das war's mit dieser Folge von 4 zurückgebliebenen Spielen. Eine Runde, wer winnt? Ich würde sagen, meine Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder, wenn wir Abdel im Gefängnis besuchen. Warum? Das werden wir dann sehen. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.